Alles dreht sich. Wie bin ich hierher gekommen? Woher habe ich diesen Hut? Ich kann mich nicht erinnern. Alles dreht sich. Wieso kann ich mich nicht erinnern? Wieso stelle ich mir überhaupt so viele Fragen? Und noch viel wichtiger, warum führe ich Selbstgespräche? Achtung, eine wichtige Durchsage. Zum einen hasse ich den Autofokus meiner neuen Kamera und zum anderen gibt es hier noch einige sehr verwirrende Rechtschreibfehler bzw. Aussprachsfehler. Hier wird ein kleiner Counter eingesetzt. Sin City 2, Dame to Kill For läuft seit dem 18.09.2014 in den deutschen Kinos, geht 102 Minuten lang und ist ab 16 Jahren freigegeben und siedelt sich natürlich genauso wie sein Vorgänger an in den Genres der Comicverfilmung, des Thrillers und auch ein bisschen des Dramas. Ja, der Film erzählt hier drei abgetrennte Handlungen, die miteinander doch ein bisschen verknüpfbar sind. Unter anderem die Geschichte von Dwights Ex-Freundin Ava, die ihn um Hilfe bittet, nachdem ihr jetziger Freund sie vergewaltigt und brutal begeht, sodass Dwight dann es auf sich nehmen muss, obwohl er sich geschworen hatte, sie ihr nicht mehr zu helfen, es doch zu tun. Daneben geht es um die Geschichte von Johnny, ein Spieler mit der glücklichen Hand, der immer mal wieder gut ist für einen Gewinn und auch den großen Senator Rourke, den mächtigsten Mann von Sin City, in einem Pokerduell herausfordert und dann erfahren muss, was Macht so an sich ausmachen kann. Als letztes gibt es noch die dritte Geschichte, die mit dem ersten Sin City-Teil eng zusammenhängt. Hier geht es um die Stripperin Nancy, die Geliebte von John Hartigan, dem Polizeikommissar, der im ersten Teil gestorben ist, gespielt von Bruce Willis, der hier auch als Geist noch ein paar Mal auftaucht. Die möchte sich an den mächtigsten Mann von Sin City, Senator Rourke, wie wir ihn gerade schon besprochen hatten, und hier ist die Verbindung auch direkt da, an dem möchte sie sich rächen, eben für den Tod von John Hartigan. Ja, 2005 kam der erste Sin City Teil und brach natürlich herausragende Rekorde, allein dadurch, dass die Optik so mega gut ist, dass es alles in Schwarz-Weiß gemacht wurde, mit vielen schwarzen und weißen kontrastreichen Nuancen. Und wie gesagt, nach 9 Jahren ist es endlich soweit. Hier ist der zweite Sin City Film, der genauso wie der erste Film auf eine Graphic Novel von Frank Miller basiert. Frank Miller ist hier auch genauso als Co-Regisseur wieder dabei, zusammen mit Robert Rodriguez von den Troublemaker Studios. Der Film behandelt Lieben und Intrigen, genauso wie das, was man dafür tun würde. Ebenso aber auch Themen wie Ehrgeiz, Macht und das, was mit Macht alles geschehen kann, ob gut oder ob böse. Zwar wird dem Film offiziell angesagt, dass er ein Sequel und gleichzeitig ein Prequel zu dem ersten Sin City Film ist, dennoch finde ich, die Story ist hier leider ein bisschen undurchsichtig. Also ich erkenne nicht wirklich die Zusammenhänge, beim ersten Schauen zumindest nicht, die Zusammenhänge von dem ersten und dem zweiten Teil, gerade nicht, wo was jetzt davor spielen soll und was jetzt danach spielen soll. Das ist hier so ein bisschen wirr erzählt und naja, das ist halt ein kleiner Negativpunkt des Films. Dennoch finde ich, haben wir hier mit Sin City 2 A Dame to Kill For wirklich einen ziemlich guten Film. Der Film unterhält einfach durch diese spannenden Geschichten, die erzählt werden, auch wenn sie wir erzählt werden in der Zeitchronik. Allerdings unterhält es wirklich, weil die Geschichten an sich sind sehr spannend erzählt und haben auch unendlich viele irre Wendungen, die manchmal so haarsträubend sind, dass man sich erstmal zurechtfinden muss als Zuschauer. Auch hier wäre vielleicht ein zweiter Blick nochmal gut, denn beim ersten Mal kann es wirklich sehr verwirrend sein. Auch die Schauspieler machen ihren Job gut. Ich finde, in diesem Film ist Mickey Rourke als Marv wirklich überragend. Der kriegt hier auch die meiste Screentime im Film. Und durch ihn wird der Film einfach so sadistisch, humoristisch, extrem voll mit schwarzem Humor. Einfach mega krass. Und das macht auch wirklich Spaß als Zuschauer, auch wenn man mal dadurch darüber hinweg sieht, dass hier extrem viel Blut fließt. Also nicht wirklich Blut, man sieht ja immer nur weißes Rumgesplättere, weil es ja eben in diesen Schwarz-Weiß gehalten wird. Aber diese Brutalität hier von abgeschlagenen Köpfen über ausgerissenen Augen ist ja alles dabei und es kommt aber eben eigentlich nicht so brutal vor. Aber auch die anderen Schauspieler machen einen guten Job. Die Neulinge Josh Brolin, der hier die Rolle des Clive Owen übernimmt als Dwight, genauso wie Eva Green, die ja auch wirklich einen super tollen Job macht. Die ist für mich die zweite herausragende Figur, weil die ist wirklich gut. Die macht ihren Job wirklich mega gut. Daneben gibt es dann noch coole kleine Figuren, gespielt von Christopher Lloyd unter anderem oder sogar Lady Gaga. Zwar sind hier wirklich coole Figuren im ganzen Film, aber trotzdem hat man als Zuschauer irgendwie das Gefühl, es fehlte so eine Figur, mit der man sich identifizieren kann. So eine Figur, die Bruce Willis dargestellt hat im ersten Teil, die taucht hier zwar nochmal auf als Geist, immer nur ganz kurz, aber eben er ist nicht mehr da und mit den anderen Figuren kann man sich nicht so identifizieren. Es sind viele alte Charaktere wieder dabei aus dem ersten Teil,
Aber das sind alles so Figuren, damit kann man sich auf keinsten Fall identifizieren und dadurch fehlt dem Film so ein bisschen die Bindung zum Zuschauer. Man hätte sich vielleicht gedacht, der Film lust ein bisschen dadurch ab, dass die Optik bekannt ist. Also man kennt das ja, es ist jetzt keine Überraschung mehr, nachdem man 2005 das erste Mal gesehen hat. Und manche behaupten ja schon, das wäre ausgelutscht. Aber mal ganz ehrlich, Leute, wo ist das denn ausgelutscht? Es gibt doch keinen einzigen vergleichbaren Film in den letzten Jahren, der diese Optik gut in einem guten Film verpackt angewendet hat. Man könnte The Spirit nennen, aber der Film, Leute, der war beileibe nicht gut. Und ich finde, dadurch, dass hier noch 3D dazu gepackt wird und dadurch, dass er schwarz-weiß ist, werden diese extremen Kontrastunterschiede in dem 3D viel heftiger, oft wirken viel heftiger auf den Zuschauer. Und deshalb ist die Optik hier wirklich geil und wurde sogar nochmal ein bisschen aufgebessert. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit des Films. Ich hatte ja bisher wenig Negativpunkte. Es fehlt unter anderem eine Identifikationsfigur. Die Story ist ein bisschen wie erzählt. Ja, das müsste man vielleicht tatsächlich mal zweimal schauen, den Film. Aber trotzdem ist der Film einfach an sich sonst großartig spannend erzählt, hat viele eindringliche Monologe der Figuren wieder, die kennt man ja auch schon. Man merkt, dass das eine Comic-Verfilmung sein soll. Die hat den comic-typischen Spaß dabei, auch wenn viel Brutalität dabei ist. Darüber kann man hinwegschauen. Aber trotzdem kriegt der Film deshalb von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Wenn ihr jetzt überlegen wollt, ob ihr den euch im Kino schauen wollt, dann könnt ihr jetzt noch den Trailer gucken und dann lasst ihr mir, wenn die Kritik euch gefallen hat, einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann sag mir überhaupt erstmal, falls ihr den Film schon gesehen habt, wie ihr den findet. Und dann sehen wir uns dann mal das nächste Mal bei Scooby. Ein stinknormaler Samstagabend. Macht ist etwas Zerbrechliches. Es zerreißt mich, weil ich dich so sehr liebe. Dwight, bist du das? Und das hier tun muss. Ich gehöre ihr. Sie war ein Engel. Wenn sie es wünscht, sterben wir. Eines Tages drückt sie den Abzug. Ein schönes Spiel. Du willst es ja nicht anders! Du willst es nicht anders! Eine Braut, für die man mordet. Durch Sun City geht man mit offenen Augen. Oder man kommt nie wieder raus. Allerdings werden Found Footage Thriller, Found Footage Thriller, Found Footage Thriller.